Pablo Picasso, 1881 bis 1973. Noch ein letzter Blick auf die übermannshohe, fast quadratische Leinwand, dann legt Picasso den Pinsel zur Seite. Das Gemälde Les Demoiselles d'Avignon ist fertig. Die Anspannung des Künstlers steigt. Er spürt, mit diesem Bild hat er Neuland betreten. Was werden seine Kritiker von diesem neuartigen Gemälde halten? Die Aufregung ist in der Tat groß, als das Bild der Öffentlichkeit präsentiert wird. Denn Picasso hat die Realität radikal verändert. Die abgebildeten Mädchen sind zwar tatsächlich Prostituierte, aber der Betrachter weicht vor ihren Avancen entsetzt zurück. Wilde, maskenhaft verzerrte Gesichter verleihen dem Bild eine unheimliche Kraft. Dieses Werk, das erste, das die Bezeichnung kubistisch verdient, stößt zu Beginn des 20. Jahrhunderts durchweg auf Ablehnung. Eine Welle der Empörung und des Spotts schlägt Picasso entgegen. Und das, obwohl der 26-jährige Maler bereits äußerst angesehen ist. Sogar seine Freunde und ihm wohlgesonnene Kritiker sehen durch das Werk die gängige Kunstvorstellung missachtet. Doch mit diesem Gemälde hat Picasso einen Meilenstein in der Kunst des 20. Jahrhunderts gesetzt und den Grundstein für eine neue Kunstrichtung gelegt, den Kubismus. Immer auf der Suche nach Neuem experimentiert Pablo Picasso sein ganzes Leben lang mit verschiedenen Techniken. Sein Vermächtnis, das über 15.000 Werke umfasst, setzt sich zusammen aus einem Repertoire traditioneller und experimenteller Malerei, aus Grafiken, Lithografien und Skulpturen. Sie alle sind facettenreich, lebendig und anregend. Mit seinem Schaffen hat er neben dem Kubismus viele weitere moderne Kunststile beeinflusst. Pablo Picasso, das Universalgenie, ist einer der größten, wenn nicht sogar der größte Repräsentant der modernen Kunst. Schon zu Lebzeiten wird er zur Legende. Am 25. Oktober 1881 kommt das erste Kind des Malers José Ruiz Blasco und dessen Frau Maria Picasso López zur Welt. Pablo Ruiz y Picasso. Seine Kindheit verbringt Pablo in seiner spanischen Geburtsstadt Malaga. Schon früh regt ihn sein Vater zu malen an und erteilt ihm Zeichenunterricht. Der Junge ist begabt. Bereits mit 11 Jahren besucht er die Kunstschule von La Coruña. Im Herbst 1895 ziehen die Picassos nach Barcelona um, denn der Vater hat an der dortigen Kunstakademie eine Professur erhalten. Doch nicht nur der Vater, auch der Sohn kommt einen großen Schritt weiter. Pablo besteht die Aufnahmeprüfung an der Kunstakademie mit Bravour. Er ist ein brillanter Student und darf 2 Klassen überspringen. Seine Bilder, in altmeisterlicher Manier gemalt, versetzen alle in Erstaunen. Bereits zu dieser Zeit wird Picasso von den Malerkollegen seines Vaters und Lehrers als einer der ihren anerkannt. Kaum 16 Jahre alt wird Pablo in die Königliche Akademie San Fernando in Madrid aufgenommen. Und bereits 2 Jahre später eröffnet er in der spanischen Hauptstadt seine erste Ausstellung. Der junge Künstler Picasso wird zusehends bekannter. Sein Geld verdient er sich mit Illustrationen für Zeitungen. Nun kann er endlich in die französische Hauptstadt Paris reisen, von der er während seines Studiums so viel gehört hatte. Zusammen mit seinem Freund Casagemas macht er sich im Oktober 1900 auf den Weg. Die beiden jungen Männer beziehen ein Atelier am Montmartre. Und Picasso hat Glück. Seine Kunst lässt sich in Paris gut verkaufen. Der Direktor der Kulturzeitschrift Le Figaro bietet ihm 150 Francs im Monat für 3 Bilder. Ein Einkommen, das Pablo für ein ganzes Jahr ein unbeschwertes Leben in der Kunstmetropole Paris ermöglichen sollte. Doch die unbeschwerte Zeit ist nur von kurzer Dauer. 1901 treibt Liebeskummer Picassos Freund Casagemas in den Selbstmord. Der junge Künstler ist fassungslos. Tief getroffen sucht er Zuflucht in der Malerei. Es beginnt die sogenannte blaue Periode, in der schwermütige Bilder wie die Absinthtrinkerin entstehen. In dieser Schaffensphase entwickelt er erstmals einen eigenen Malstil. Die Werke dieser Periode werden von verschiedenen Blautönen dominiert, die den melancholischen Unterton der behandelten Themen unterstreichen. Picasso zeigt die bitteren Seiten des Lebens. Menschen mit dünnen, halb verhungerten Körpern, die in Armut und Einsamkeit leben.
Von nun an signiert er seine Bilder nur noch mit Picasso, dem Namen seiner Mutter. Nach zahlreichen Reisen in sein Heimatland Spanien und in verschiedene französische Städte lässt sich Picasso 1904 endgültig in Paris, in der Rue Radignan 13, nieder. In der französischen Hauptstadt verliebt er sich in Fernande Olivier. Die hübsche junge Frau wird seine Geliebte und steht ihm für zahlreiche Gemälde Modell. Durch diese Liaison wird Picasso zunehmend fröhlicher und auch seine Farbpalette wird bunter. Picassos Rosa-Periode beginnt. Zahlreiche Besuche im Zirkus inspirieren ihn. Er malt bunte Clowns, Akrobaten und Gaukler. In diesen Studien offenbart sich sein überragendes grafisches Können. 10 Jahre später wird sein berühmtes Bild einer Gauklerfamilie für stolze 11.500 Francs versteigert. Picasso ist noch keine 30 Jahre alt, als er die blaue und rosa Periode hinter sich lässt, denn die Bekanntschaft mit Georges Braque im Frühjahr 1907 ist der Beginn einer völlig neuen Kunstrichtung, des Kubismus. Picasso und Braque, deren Zusammenarbeit von einer tiefen, von gemeinsamem Suchen bestimmten Vertrautheit geprägt ist, studieren zunächst die Werke Paul Cézannes und lassen sich von ihm, dem Vater der Moderne, inspirieren. Picasso bricht mit der bisher geltenden Ästhetik. Die Spuren der Realität verwischt er. Die Zentralperspektive gibt er auf und die Darstellung reduziert er auf wenige geometrische Formen. Aus diesen Gestaltungsgrundsätzen entwickelt sich die Bezeichnung dieses neuen Stils, Kubismus. Als 1911 die Beziehung mit Fernande kriselt, beginnt Picasso eine Affäre mit Eva Guell. Mit der neuen Frau an seiner Seite geht auch ein neuer Kunststil einher, der analytische Kubismus. Es entsteht die bekannte Collage »Stillleben mit Stuhl«, in der ein aufgeklebtes Wachstuch das Rohrgeflecht imitiert. Picasso will in die Kunst bisher fremde Materialien aus der Alltagswelt, wie Zeitungsartikel, Etiketten und Werbeslogans integrieren und diese mit dem üblichen Malmaterial konfrontieren. Die in dieser Zeit entstehenden Klebebilder, sogenannte Papier-Collé, leiten zum synthetischen Kubismus über. Gegenstände, wie beispielsweise eine Gitarre, werden in große, flächige, zeichenhafte Formen aufgelöst. Personen werden gleichzeitig aus verschiedenen Blickwinkeln dargestellt. So blickt den Betrachter beispielsweise in dem Gemälde »Weiblicher Akt« von 1932 eine Frau mit der linken Gesichtshälfte an, während auf der rechten Gesichtsseite das Profil der Frau zu sehen ist. Dadurch verfügt diese Frau über 2 Nasen, eben nur aus unterschiedlichen Perspektiven. Über die sich immer stärker von der Realität entfernende Kunst sagt Picasso, »Sowas wie abstrakte Kunst gibt es nicht«. Man muss immer mit etwas anfangen. Später kann man dann alle Spuren der Realität verwischen. Im Februar 1917 begibt sich Picasso mit seinem Künstlerfreund Jean Cocteau nach Rom, um am Bühnenbild und den Kostümen zum Ballett Parat zu arbeiten, für den russischen Impresario Diaghilev. Picasso ist verzaubert von den anmutigen Bewegungen der russischen Tänzerin Olga Koklova, die er hier kennenlernt. Er verliebt sich in sie und weicht nicht mehr von ihrer Seite. Picasso begleitet sie auf ihren Tourneen und kommt durch sie mit der vornehmen Gesellschaft in Kontakt. Picassos Lebensstil wird zunehmend pompöser. Am 12. Juli 1918 heiraten Pablo und Olga in der russischen Kirche in der Rue Daru in Paris und verbringen ihre Flitterwochen in der südfranzösischen Stadt Biarritz. Von der Geburt seines Sohnes Paolo inspiriert, beschäftigt sich Picasso auch malerisch mit diesem Thema. In dem bekannten Gemälde Mutterschaft ist eine Frau zu sehen, die hingebungsvoll ihr Kind stillt. Daneben gewinnen surrealistische Einflüsse in Picassos Werk immer mehr an Bedeutung. Mit seinem Bild »Drei Tänzer« beteiligt sich Picasso 1925 an der ersten Ausstellung der Surrealisten in Paris. Doch das Glück von Pablo und Olga ist nicht von Dauer. Nach 9 gemeinsamen Jahren befindet sich die Ehe in der Krise. Nach einer Streiterei, einer von vielen, spricht er auf der Straße die hübsche 17-jährige Marie-Therese Walter an. Sie wird bald seine Geliebte und sein Modell. In dieser Zeit entsteht eine Serie von Federzeichnungen badender Frauen,
mit aggressiver sexueller Thematik. Picasso reist mit seiner Frau Olga nach Spanien, um sich Stierkämpfe anzusehen. Inspiriert von diesem Erlebnis entstehen in unterschiedlichen Techniken zahlreiche Arbeiten zum Thema Stierkampf. Immer häufiger trifft sich Picasso nun heimlich mit seiner jungen Geliebten Therese. 1935 seine Tochter Maya zur Welt bringt, bedeutet dies das endgültige Aus der Ehe mit Olga. Olga zieht mit dem Sohn Paolo aus der gemeinsamen Wohnung aus. Picasso bleibt allein zurück. Schwermütig und antriebslos malt er in dieser Zeit nur wenig, schreibt aber zahlreiche Gedichte. Später bezeichnet Picasso diese Zeit als die schlimmste seines Lebens. Als im Jahr 1936 der spanische Bürgerkrieg ausbricht, ergreift der Künstler Partei gegen Franco. Die Republikaner ernennen ihn als Dank zum Direktor des Prado-Museums in Madrid. Sein ganzes Engagement legt er im Jahrzehnt vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs neben zahlreichen weiblichen Figurenbildern vor allem in die Radierfolge Minotauromachie. In dieser Zeit entdeckt Picasso auch eine neue Leidenschaft. Er ist fasziniert von großen grafischen und plastischen Arbeiten. Picasso arbeitet oft von 2 Uhr nachmittags bis 11 Uhr abends, ohne eine Pause einzulegen. Ununterbrochen steht er vor der Leinwand. Gefragt, ob es ihn nicht ermüdet, sagt er, nein, während ich male, lasse ich meinen Körper draußen vor der Tür, wie die Moslems ihre Schuhe vor der Moschee. Am 26. April 1937 bombardieren deutsche Flugzeuge über 3 Stunden lang die kleine baskische Stadt Guernica. Die sinnlose Tötung der Zivilbevölkerung erschüttert und empört die Welt. Am 1. Mai zeichnet Picasso erste Studien für das große Gemälde Guernica, das er der spanischen republikanischen Regierung für ihren Länderpavillon auf der Weltausstellung zugesagt hat. Das Entsetzen über diesen barbarischen Luftangriff bestimmt das Thema des Monumentalgemäldes. Zu sehen ist eine Stadt in Flammen, schreiende Frauen, aufgeschlitzte Pferdeleiber, ein toter Soldat. Das ist Guernica, mit dem Picasso seine Abscheu vor der Militärkaste, die Spanien in einen Ozean der Schmerzen und des Todes gestürzt hat, ausdrückt. Als ihn ein deutscher Offizier fragt, haben Sie das gemacht? Antwortet Picasso ihm, nein. Sie. Picasso bleibt auch weiterhin politisch aktiv. Er wird Mitglied der Kommunistischen Partei Frankreichs und setzt sich für den Frieden in der Welt ein. Der auch im Alter von 60 Jahren noch äußerst agile und spontane Spanier variiert seine Kunst ebenso wie seine persönlichen Beziehungen. 1943 macht Picasso Bekanntschaft mit der jungen Malerin Françoise Gillot, die 10 Jahre lang seine Gefährtin sein wird und auch die Mutter seiner Kinder Claude und Paloma ist. Die beiden beziehen die Villa La Gauloise in Valorie, in der sie häufig Gäste empfangen. Wenn Picasso zu Tisch sitzt, zelebriert er das Leben. Spanische Musik gehört ebenso dazu wie kulinarische Köstlichkeiten, von denen er selbst aber nur wenig isst. Ihm geht es vielmehr darum, die Bewunderung seiner Gäste zu spüren und ihre Meinung zu seinen Werken zu hören. In dieser Zeit erfährt Picasso viel Anerkennung. Der spanische Maler wird auch in seiner Wahlheimat Frankreich sehr verehrt. Für sein Schaffen verleiht ihm die französische Regierung 1948 als Anerkennung die Médaille de Reconnaissance Française. Im darauffolgenden Jahr wird Picassos Lithografie »Die Taube« für das Plakat der Pariser Weltfriedenskonferenz ausgewählt. Die weiße Friedenstaube mit dem Ölzweig im Schnabel wird zum weltweit anerkannten Symbol für den Frieden. Neben der künstlerischen Auseinandersetzung mit dem Thema Krieg und Frieden beteiligt sich Picasso zusammen mit dem von ihm über alle Maßen geschätzten Henri Matisse auch an einem Friedensaufruf. Im Alter von 80 Jahren läuten für Picasso noch einmal die Hochzeitsglocken, als er seine langjährige Geliebte Jacqueline Rock zum Traualtar führt. Die beiden ziehen in das Landhaus Notre-Dame de Vie in Mougins ein. Doch das Zusammenleben mit Picasso ist schwierig. Zeit seines Lebens ist er ein äußerst tyrannischer Mann, der keinen Widerspruch duldet. Selbst in diesem hohen Alter ist Picasso noch täglich in seinem Atelier anzutreffen. Und er hat wieder an einem neuen Werkstoff Gefallen gefunden, Beton.
Vier monumentale Betonskulpturen, die nach Picassos Kartonentwürfen angefertigt wurden, werden in Stockholm ausgestellt. Die Ehrungen und Auszeichnungen, die Picasso erhält, werden immer bedeutender. 1963 ehrt ihn die Stadt Barcelona mit einem eigenen Museum, das später den größten Teil seines Nachlasses erhalten soll. Eine weitere Auszeichnung lässt ihm Frankreich zuteil werden, indem es überhaupt das erste Mal eine Retrospektive eines noch lebenden Künstlers veranstaltet. Die Ausstellung findet 1971 anlässlich seines 90. Geburtstags im Louvre statt. Am 16. April 1973 stirbt Pablo Picasso in Mougins im Alter von 92 Jahren und wird im Garten seines Schlosses in der Nähe von Cannes beigesetzt. Hinterlassen hat Picasso ein umfangreiches künstlerisches Vermächtnis und eine leere, wohl aber mit seinem Namen signierte Leinwand. Vielleicht ein Fingerzeig dafür, dass sein Werk keinesfalls beendet ist, sondern in seiner Wirkung weit über seinen Tod hinausreichen wird.